Am 23.04.2012 fand in der Ruhrmeisterei in Schwerte die Auftaktveranstaltung BAV Goos Sachwert, Sachwert Goos BAV statt. Über 80 Berater und Interessierte nahmen an der Veranstaltung teil. Die Veranstaltung wurde von Herrn Andreas Sturz von der MTEC GmbH organisiert. Unter seiner Leitung fanden verschiedene Vorträge von Sachkapitalspezialisten einerseits sowie BAV-Spezialisten andererseits statt. Die Veranstaltung wird an verschiedenen Standorten wie Hamburg, Frankfurt, Leipzig, München und Karlsruhe stattfinden. Sachwerte gelangen in der betrieblichen Altersversorgung zu immer größerer Bedeutung, da das Geschäftsmodell Lebensversicherung von verschiedenen Marktteilnehmern einschließlich von der Versicherungswirtschaft selbst mit immer größeren Fragezeichen gesehen wird. Die nahezu ausschließliche Anlage in Staatspapiere bei einer klassischen Versicherung wird von vielen Arbeitgebern angesichts der Haftung des Betriebsrentengesetzes nicht mehr verantwortet. Die freie Anlage in Sach- und Realwerte und die Möglichkeit der Liquiditätsreserve wird von Beratern und Unternehmen als große Chance erkannt. Herr Andreas Storz als Organisator begrüßte die Teilnehmer. Danach fand ein Vortrag gehalten von Manfred Bayer, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, zum Thema betriebliche Alterssorgung gestern, heute und morgen statt. Im Anschluss daran stellte Andreas Storz geschlossene Fonds und deren Auswahl, Marktanalyse und Themen der richtigen Sachwertfindung vor. Nach einer Kaffeepause stellte Manfred Bayer verschiedene Möglichkeiten des Einsatzes von Real- und Sachwert in der betrieblichen Alterssorgung und einen Vergleich zwischen herkömmlicher Durchführung und betrieblicher Alterssorgung mit Sach- und Realwerten vor. Die Teilnehmer erkannten die hervorragenden Möglichkeiten, die sich für Unternehmer und auch für Berater im Bereich der Sachwert-BAV bieten. Verschiedene Produktpartner aus dem Bereich Real- und Sachwertinvestitionen stellten ihre Produkte und Kapitalanlagemöglichkeiten für die betriebliche Altersversorgung vor. Herr Michael Töne von Contrium Emissionen, einer Gesellschaft aus dem Bereich des Private Equity mit hoher und langjähriger Erfahrung, stellte Private Equity Investitionen als breit gestreute Investitionsmöglichkeiten in der betrieblichen Altersversorgung vor. Nach einem gemeinsamen Mittagessen sprach Herr Wolf-Dieter Ruch, Geschäftsführer der RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarktemissionen MbH, und stellte Immobilienfonds im Zweitmarkt und ihre hervorragenden Renditemöglichkeiten vor. Herr Günther Völk sprach zum Thema Neukundengewinnung. Inhalt seines Vortrags war die Ansprache von Kunden, die für die Sachwert-BAV besonders prädestiniert und interessiert sind. Nach einer Podiumsdiskussion endete die Veranstaltung zur Zufriedenheit aller Teilnehmer und mit großem Interesse an diesen Möglichkeiten der Sachwert-BAV.